Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback wünsche ich euch. Wir sind bereits in Folge 302 und wollten eigentlich schon mal dafür sorgen, dass unser freundlicher Kollege, der neue John Deere hier nämlich, auch eine Möglichkeit hat, gleich abgetankt zu werden. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir fahren mal den Guten hier ran. Er ist jetzt schon bei 81%. Das sieht eigentlich gut aus soweit. Da die beiden jetzt laufen und fahren, ihr seht selber, ne, wir sind auf der 2 und auf der 8 unterwegs. Das sind auch die, die reif sind. Und der John Deere wird von der 8 auf die 7 nachher wechseln. Und ne, wir werden von der 2 zur 6 zur 3 gehen. So der übliche Weg. Bloß wir haben jetzt ja gerade zwei Drescher zur Hand, was natürlich dann ziemlich cool ist. Müssen jetzt natürlich gucken, was machen die Produktionen in der Zeit? Was müssen wir noch machen, wegbringen, hinbringen, was auch immer? Weil ich glaube, oben auf dem Industriegelände, da könnte schon wieder was fertig sein, weil wir ja vorgespult hatten. Da sind wahrscheinlich die Paletten schon wieder voll und nichts passiert. Und deswegen gucken wir da einfach mal eine Runde. So, das können wir auch relativ gut machen, weil er hier ist ja derjenige, der es sonst macht. Und das Industriegebiet ist ja da vorne, also gleich hier hinter der Stadt. Und wenn er ihn jetzt hier leer getankt hat, dann können wir da natürlich eine Runde gucken. Wir werden jetzt mal einfach schon eine Runde vorspringen, indem wir uns jetzt eine Runde in unseren kleinen Stapler schmeißen. Da haben wir es. Dann können wir nämlich hier mal gucken, was sagt die Produktion denn jetzt? Hier ist sie voll. Ich glaube, sie steht, weil sie voll ist, oder? Hilfe an. Warum ist Joghurt leer? Das verstehe ich jetzt nicht. Joghurt ist leer und die anderen sind voll. Kann man das jemand erklären? Also das hinten mal angucken. Die werden immer noch voll angezeigt. Hier ist aber nichts. Sind die irgendwie nicht resettet oder sowas? Es ist aber noch alles da. Ja. Das ist irgendwie komisch, ne? Also müssen wir uns nochmal drum kümmern. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir die freundlichen Jungs hier am Laufen halten. Damit wir vor dem Regen, ne? Hinterher können wir im Regen, können wir hier immer noch die Nacharbeiten machen. Das ist nicht das Ding. So. Mal gucken, wo haben wir denn noch Traktoren stehen? Aber wenn ich mit ihm den Abfahrer mache, dann werde ich mir ihn jetzt immer kurz hier ausleihen. Und wir werden mit ihm mal eine Runde Gülle machen. So, da ist auch noch was drin. Macht auch nichts. Ich weiß es nicht, kann ich mit ihm hier direkt laden? Kann er mit ihm hier auf jeden Fall sauschnell wenden. Ja, ich kann mit ihm hier sogar direkt aus der Fabrik rausholen. Dann rahmen wir die Reste hier auch gleich weg. So, dann müssen wir mal gucken. Weizen ist voll, sagt er. Da vorne fährt der freundliche Kollege. Rohr ist auf der richtigen Seite. Danach können wir ihn dann gleich rübersetzen in den Sojapart. Das ist schon mal gut. So, ja, er macht sich jetzt auch schon wieder bereit und so langsam voll, wie wir sehen. Das war wunderbar. Warum es hier bei der anderen Produktion so also komisch aussah, weiß ich auch nicht. Wir kippen nochmal durch. Na, wo war er jetzt? Ja. Ich steige jetzt hier nochmal aus. Ich gucke mal, was die anderen Produktionen hier gemacht haben.
Also Erdbeer ist voll. Das heißt, die werden wir schon mal hier wieder rüberbringen in die andere Produktion. Wow, okay. Auch erst ein Schnellwender, muss man zugestehen. Und die Palettenjungs und so werden garantiert auch voll sein. So. Winkelpastro. Jetzt auch. Oh, okay. Sieht ein bisschen kippelig aus. Aber ich wage es trotzdem mal rüber zu fahren. Wir werden alles, was hier sonst so zweit produziert ist, auf jeden Fall schon mal wieder auffüllen. Das heißt, das haben wir hingebracht. Jetzt werden wir mal nach Zucker, Paletten und nach Kartons gucken. Das geht alles in die Molkerei. Auf jeden Fall. Wo wir darauf achten müssen, ist, dass unsere Drescher halt. Oh, er steht bei 12%. Wendet er? Steht er? Ist er fertig? Er fährt mit. Ne? Muss mal gucken. Er ist fertig wahrscheinlich, oder? Ne, er macht hier noch eine ganz kleine Spur. Aber bleiben wir gleich mal dabei. Fahren ihn hier vorne hin. Hä? Erfolgreich beendet. Kifft der jetzt hier? Los, was siehst du denn jetzt hier nicht mehr? Ja. Ja. Ach, das ist der Rest von einer anderen Frucht. Ah, okay. Kann man auch sehen, wenn man das im Licht richtig sieht, dann sieht man halt auch, ne? Ja, es sind noch nicht mal 5 und wir sind schon dabei und das erste Feld fertig. Wäre das natürlich immer hier den Spaß, hier kurz reinhusten. So, ja, den LKW heile lassen, das ist immer ein guter Vorsatz, finde ich. Dann haben wir hier vorne durch unsere rote Gasse fahren sozusagen. Dann machen wir uns mal fix auf den Weg hier rüber. Weil noch regnet es nicht, ne? So simpel ist es. Es sieht schon nach Regen aus. Bisschen grummeliger auf jeden Fall. Und natürlich möglichst viel noch gedroschen haben, bevor hier was aufgibt. So, deswegen Start. Ja. So, ja, kommt, wunderbar. Er ist erstmal voll, das ist auch gut. Wenn ich euch frage, warum ich jetzt beim Stapler nicht weitergemacht habe, ganz einfach. Ich mache ihn jetzt eben hier leer am Lager. Und dann muss er ja wieder hin und er muss ja nachher als nächstes den Soja aufnehmen. Ne? Eigentlich hätte ich sogar tauschen müssen. Weil er ist natürlich sinnvoller aufgehoben bei dem größeren Drescher. Und natürlich der Hänger mit der kleineren Kapazität bei dem Drescher mit der kleineren Kapazität. Aber momentan funktioniert so. So, wir bringen den Spaß hier erstmal rein, abladen. So, da. Mal weg damit und dann fahren wir ihn rüber zum Feld. Dann werde ich erst die Produktion leer machen, damit die weiterlaufen können mit dem kleinen Stapler. Ich werde natürlich mich ja immer um die Drescher kümmern, logisch. Ja, weil der John Deere schon wieder bei 80% gleich, seht ihr da ja. Drescher müssen jetzt immer zügig leer gemacht werden. Das ist das Wichtigste von der ganzen Geschichte. Ich lasse ihn jetzt hier mal stehen. Ich weiß nicht genau, wo das landen wird. Er ist noch nicht ganz voll, deswegen geht's erst noch einmal zu dem Kollegen hier. Unsere so Melasse ist so relativ geringe Produktion, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was wir noch ein Abfallprodukt haben. Irgendwas wird da noch angezeigt.
Oh oh, das ist falsch. Ich sehe noch ran die Palette. Jo, und sie schiebt sich auch ran. Sehr gut. Dann wollen wir den Spaß hier mal gleich in die Produktion fahren. Bisschen tiefer, bisschen realistischer. Ne? Das wollen wir dann auch gleich mal mit Karton und Palette machen. Und dann werden wir uns bei der Zuckerproduktion mal hinstellen, mal gucken, wie viel Melasse Geschichte und sowas da aufgenommen wird und was das noch schön ist, was da rauskommt. Mal denken, was kann ich hier hinten noch abholen? Und zwar, indem ich mit dem Hänger drunter fahre. Was gar nicht so aufgefallen war bis jetzt. Oh, voll ein Korntank. Voller Korntank geht nicht. Hatte ich schon gesagt, das müssen wir sofort korrigieren. Der muss fahren. Wenn nicht das haben, dass irgendwas steht. Nicht, wenn Regen als nächstes kommt. Das geht nicht. So, sehr gut. Er ist auch längst nicht so weit. Das ist auch sehr gut. Ups. Ich bin schon wieder vorbeigefahren. Also, irgendwie habe ich es heute nicht so damit. Da haben wir. So. Ich muss ja Licht anmachen, dann sieht man hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Hätte auch mal was, ne? So. Dann fahren wir mal hier mal fix ran. So. Ah, jetzt weiß ich wieder meinen Fehler. Ich muss. Hallo? Wie kommt man da rauf? Gott, ist der knickerig zu erlenken, ey. Ist ja gefährlich was. Hey, hier. Hoch da. So, geht doch. Ich weiß doch, ich muss doch so rum hier ranfahren. Sonst komme ich doch nicht vernünftig drunter. So. Fahre ich am besten auch rückwärts hier wieder runter, damit ich mir die Kiste dann nicht runterschaukel. So, und jetzt geht's rüber zur Produktion. Und dann gucken wir mal. Wenn ich jetzt irgendwie einen Aussetzer habe hier bei der Molkerei, dann müssen wir mal rauskriegen, wie es ist. Wenn ich jetzt hier mal eine halbe Stunde nichts produziere, ist das nicht so wild. Ich weiß gar nicht, die Paletten mussten hier hinten gerade außen. Ne? Ja. So, jetzt geht es noch zu den Kartons. Ja, unser Soja-Kollege ist zu 60% voll, Raps ist zu 13%. Das heißt, wir können noch locker auch die Kartons machen, das ist gut. Und dann können wir nämlich bei Feld 2 anfangen, Gülle zu machen. Einmal Gülle ausbringen. So. Die Palette hier ist nämlich auch voll. So, da auch erstmal rauffahren. Richtung ist schon mal gut. Höhe ein bisschen anpassen. Ist ja auch gut. Ja, das sah schon fast smooth aus, ey. Also Respekt. 1800. Okay. Also sie sollten alle weiterlaufen. Und wir haben auch, muss man zugestehen, wohl. Da hinten ein bisschen Hackschnitzel. Das kann man natürlich dann auch in die Kartonfabrik umladen, sozusagen. So, das ist noch zu den Kartons. Ich glaube, die waren hier. Ja. Sehr gut. Also Kartons sind drin. Eigentlich ist alles, was wir brauchen, reingekommen. Eigentlich müsste die Produktion laufen. Theoretisch. Aber ja, das ist schon für Theorien, die schon bei sind. Ne? Das ist natürlich immer relativ. So, er hier ist bei. Hier ist blind, so ihn zu finden. Ne? 76%. Ist auch okay. Da haben wir ihn, wir auch noch alles Töfte. Oh, jetzt weiß ich auch, was wir noch zwischendurch aber machen können.
Das ist die Tiergeschichte, ne? Tiere sauber macht auch noch mal eine Runde Sinn, würde ich sagen. So. Müssen wir irgendwie alles hier geregelt kriegen. So. Gucken, wir haben natürlich gerade die Hälfte vergessen. Das habe ich nicht mehr. Dann haben wir mit der Schaufel wohl nicht tief genug, so wie es aussieht. Gott, da habe ich sogar Berge gebildet. Ja, hier ist natürlich ein kleiner Rest liegen geblieben. Das ist mal so passiert. Aber wir wollen es ja wieder ordentlich machen. So. Und das sieht doch mal ordentlich aus. So, ja, aber mit dem Saubermachen der Kühe sind wir auch leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne passenden Daumen da. Würde mich auch sehr über ein Teilen oder ein Abo freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und sage dann vielen, vielen Dank für all die, die immer fleißig dabei sind und auch an die, die neu dazugekommen sind. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.